Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das schwarze Auge Satinavs Ketten. So, wir haben immer noch das Problem, dass wir irgendwie hier den Zwerg rausholen müssen. Und der Ritter Zornbold möchte vielleicht unser Pferd kaufen. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal ihm ein Angebot zu machen. Herr Ritter Zornbold, was ist los, Junge? Letztes Mal hat er noch gemeint, er weiß es nicht. Das heißt, wir fragen nochmal, mal gucken, ob wir ein Angebot machen. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gaukler? Aber ah, eure, nee, was verlangt? Okay. Ich weiß nicht. Überlege dir ein, dann sage ich. Okay, wir sollen uns immer noch einen guten Preis und überlegen. Und mit euch, Herr Ritter. Und mit dir. Ich dachte, vielleicht schlagen wir jetzt einen vor. Können wir nicht. Wahrscheinlich müssen wir erstmal rausfinden, wie viel die Ausrüstung kostet. Ne? Und dafür müssen wir den Zwerg wecken. Beziehungsweise rauslocken. Und ich vermute, das müssen wir mit dieser Glocke hier machen. Denn der Ritter meint ja, die ist mega laut. Insofern würde ich doch mal probieren. Können wir vielleicht einfach die kaputt machen? Das lässt sich nicht zerdeppern. Ist wahrscheinlich zu dick, ne? So, dann gibt es hier diese Mechanik. Ich guck die mal an. Die Verbindung zwischen den Rädern fehlt. Das Rad drehen kann man auch nicht. Irgendjemand hat die Kurbelstange entfernt. Okay, also wir müssen irgendwie die beiden Räder verbinden und eine Kurbelstange. Na, vielleicht einfach diesen Schlegel hier. Als Kurbelstange viel zu dünn. Verdammt, vielleicht einfach diesen Schellenstab hier. Passt genau. Ah, wunderbar. Damit könnten wir natürlich auch einfach hier ein bisschen am Fenster läuten. Aber egal, so. Und dann die Zügel vielleicht hier zwischen die Räder. Wunderbar. Und jetzt? Feuer! Mordio! Die Orks stürmen! Was macht ihr alle noch hier? Verschwindet, bevor die Schwarzpelze hier sind! Da hast du dich aber foppen lassen, Herr Zwerg! Der Junge hat die Glocke geläutet. Da kommen keine Orks. Was? Was geht denn in deinem Spatzenhirn vor, Junge? Läutest Alarm ohne Grund und reißt einen ehrlichen Zwerg aus seinem warmen Sessel. Ich fasse es nicht. Wir wollten nur... Ihr hattet nicht geantwortet. Ach, lass gut sein. Aber gewöhn dir gleich mal das förmliche Geschwätz ab. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron aus Andergast. Aus Andergast? Wie der da? Na schön. Mein Name ist Gram, Sohn des Grandolin. Und das hier ist Grams offenes Haus. Offenes Haus? Was willst du, Geron aus Andergast? Okay, vielleicht können wir ja mit ihm klären, was für Beef er mit dem Ritter hat. Außerdem, Ausrüstung wollen wir natürlich eigentlich. Aber erstmal frage ich nach den anderen Sachen. Erstmal der Streit, ne? Wir wollen ja hier den Beef. Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Nachhaken oder sich rauten? Nee, ich will's wissen. Ich möchte hier den Tee. Los, erzähl mal. Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist dir schon gut. Okay, will er uns nicht erzählen. Schade, ich hätte das hier gerne gelöst noch nebenbei, ne, als Sidequest. Aber na schön, der Feenforscher, was ist mit dem? Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll. An einem roten See. So ein Verrückter? Da ist einer hier durchgekommen. Wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja, ich sage es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Zieh endlich ab und hüte deine Schweine. Okay, naja, wir könnten ja... Ich meine, wäre was beim Einkaufen nicht schon ein bisschen eine Gegenleistung? Ich frag mal. Wir brauchen Ausrüstung und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, Decken, Wasser... Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber... Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Okay, aber dann wissen wir jetzt, was wir dem Ritter abknöpfen wollen für unser Pferd. So, das Pferd und den Wagen anbieten. Vielleicht will er den Wagen. Wenn der Ritter das Pferd will, ne, dann könnten wir so ein bisschen verteilen.
Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und dem, was sie mit sich rumschleppen. Okay. Und wir können nochmal beim Feenforscher nachhaken. Warum nicht? Wir probieren's mal, ne? Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Ah, na gut. Okay. Ich lass dich wieder in Frieden. Ein Geschäftsmann, wie ich sehe. So, ein grummeliger Geschäftsmann. Können wir hier noch irgendwas... So vielleicht was aus dem Laden klauen? Ah ja, so eine Fiole. Guck mal, die können wir ihm doch dann anbieten. Hey, lass die Pfoten von meinem Jenbacher Bart blau. Glaubst du, mein Bart pflegt sich allein von Luft und Dunkelheit? Lass dem Gecken bloß das Zeug, Junge. Das ist sein Ein und Alles. Aha, das müssen wir ganz bestimmt klauen für die Informationen. So, wie weiß ich allerdings... Achso, vielleicht hier mit der Zinnflasche einfach austauschen, unauffällig. Zwar kein Bartfärbemittel, aber das Etikett ist ähnlich. Ah, das Etikett ist ähnlich. Okay. Ah, Moment, ich habe eine gute Idee. Oh, das ist eine ganz böse Idee, ne? Aber also, was wir machen könnten, ne, wenn wir gewillt wären, diesen Pfad zu gehen, wir könnten seine Fiole zerdeppern, dann ist er ganz verzweifelt und ihm dann das hier andrehen, quasi. Das wäre natürlich ein bisschen gemein. Ich probiere ihm erstmal das hier so anzudrehen, ne? Dieses Bartmittel kann ich dir anbieten. Das ist ja durchsichtig. Ein schwarzer Bart braucht blauen Glanz. Und den verleiht ihm bereits mein Jenbacher Bartblau. Okay, wir müssen das irgendwie einfärben. Ich habe verstanden. Sollen wir trotzdem mal probieren, die Flasche? Also es ist schon nicht nett, ne? Kommt, wir reden erstmal mit dem Ritter vielleicht, bevor wir Herr Ritter solche unehrliche Sachen machen. Was ist los, Junge? Ich hätte gern ein Goldstück. Pferd gegen ein Goldstück, genau. Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Aber zu Nuri. Ach so, wir spielen jetzt quasi mit seinem Herzen. Wir sind so, tja, Nuri, dann werden wir leider nicht, ne? Dann musst du leider für immer unglücklich bleiben, weil der Ritter hier will dir nicht helfen. Sowas in der Richtung machen wir jetzt bestimmt. Mal gucken. Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nuri. Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen, das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Ha! Okay, wir manipulieren weiter. Hilfe für Nuri? Nee, noch nicht. Dunkle Kreaturen? Oh ja, sie an Zuhause erinnern. Wir machen jetzt so richtig... Wir sind richtig fies. Erst manipulieren wir den Ritter, dann zerdeppern wir das Bartmittel vom Zwerg. Ja, Nuri, erinnerst du dich noch an zu Hause? Das war... Wobei, nee, wir wollen ja nicht nach Hause. Ah, die dunklen Kreaturen, das wäre vielleicht gut. Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isida getötet und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein, ganz sicher nicht. Okay, das hat nicht geklappt. Nuri ist einfach zu freundlich. Und wir geben jetzt auch einfach vor ihr zu, dass Isida tot... Okay, gut, wenn du das so machen willst, Geron, ne? Ich dachte, das wolltest du vorhin nicht. Aber na gut, sie an zu Hause erinnern. Das ist bestimmt... Das bringt bestimmt richtig die Tränendrüse raus. Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. Aha, jetzt ist sie traurig. Und jetzt, wir sitzen fest? Der Ritter hat schon recht. Mit leeren Taschen kommt man in der Wildnis nicht weit. Wir sitzen hier erstmal fest. Und können nicht zu Frau Grimbald. Sei doch nicht traurig, Mädchen. Das kann ich gar nicht vertragen. Aha, jetzt haben wir ihn. Wir haben sie traurig gemacht. Wir haben dann gesagt, dass wir festsitzen. Jetzt komm, jetzt hilf dem armen Mädchen doch. Wollt ihr denn Nuri nicht helfen, Ritter Zornbold? Ach. Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nuri? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen?
Ausrüstung des Ritters? Ritter kauft... Nee. Du, wir wollen nicht, dass du die Ausrüstung kaufst. Wir wollen einfach nur ein Goldstück. Helft uns mit einem Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nuri wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade. Hier, nimm. Hab Dank, Herr Ritter. Dann können wir bald weiter? Ja. Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? Nichts da. Ich wollte gerade sagen, auf gar keinen Fall. Also danke für das Gold, aber jetzt nicht uns die Nuri abschwatzen. So, na dann, eine Dukate? Ist Dukate und Gold dasselbe oder hat er uns jetzt weniger gegeben? Ich probiere es einfach mal bei Gram. Hallo, Gram. Hier ist das Geld für die Ausrüstung. Wunderbar. Hier hast du den Krempel. Die Qualität ist ausgezeichnet. Ein guter Kauf. Das will ich hoffen, Zwerg. Ich will dir noch einen Rat geben. Wenn ihr in die Blutzellen aufbrecht, dann schleppt nicht zu viel mit euch rum. In den Bergen spürt man schnell jede Unze auf den Knochen. Ja, das weiß ich. Okay, wir haben jede Menge. Wasserschlauch, Decke, Feuerstein, Seil. Ach, können wir mit dem Seil vielleicht direkt jetzt mal hier hoch zu diesem Blümchen? Zu auffällig. Oder vielleicht binden wir da den Deckel dran. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Nein, dass wir so einen Wurfhaken haben, das war eine gute Idee, tu mal nicht so. Ich muss das ziehen. Okay. Er will keinen Wurfhaken basteln. Na dann, probieren wir doch mal, ob wir hier das gute Mittel vom armen Zwerg zerstören können. Oh oh. Was? Nein. Bei Angros und allem Bartgetier, mein schönes Jenbacher Bartblau. Wer ist das gewesen? Vielleicht hat dich Angrosch selbst für deine Eitelkeit bestraft, Herr Zwerg. Was wird mein Bart nur dazu sagen? Der arme Zwerg, es tut mir leid. Schon irgendwie, was ist hier noch? Was ist da noch? Glasscherben, ah ja, warum nicht? Riecht nach Wacholderbeeren. Wacholderbeeren? Einbeeren? Gibt's hier auch Wacholderbeeren? Ah, vielleicht können wir den Raben fragen, wo Wacholderbeeren denn ist. Kann der nicht auch einfach da hochfliegen? Rabe? Ich hätte da eine Bitte. Einbeeren und traurige Feen. Erstmal die traurigen Feen. Wir wollen mehr Infos. Nuri glaubt, dass die Kreaturen des Seers böse Feen waren. Wieso hat er so viel mit Feen zu tun? Da fragst du wirklich den Falschen. Will er sie auch zu einer bösen Fee machen? Vielleicht. Na, oder vielleicht braucht er diesmal eine gute, damit sie die Harfe spielen kann. Vielleicht verlieren die Feen beim Bösewerden die Fähigkeit, die Harfe zu spielen oder so. Siehst du den Balkonkasten dort oben? Am Haus des Zwerges? Ich sehe ihn. Darin befinden sich Einbeeren. Kannst du hinfliegen und mir einige bringen? Benötigst du Heilung? Bist du verletzt? Nein, eigentlich nicht. Wir sind mal weiter ehrlich, würde ich sagen. Nein, aber bei Verletzungen wirken sie Wunder. Für unsere weitere Reise sollten wir gut ausgerüstet sein. Also gut. Ja, finde ich gut. Hat funktioniert. Und ich finde immer schön, ehrlich zu sein eigentlich. Und er holt uns ein paar. Vielen Dank. So, nehmen wir mit. Die Frage ist, ob die Einbeeren funktionieren, wenn das eigentlich Wacholderbeeren sein sollen. Sie sehen zumindest auch ein bisschen blau aus hier in der Mitte. Ich probiere mal, was passiert, wenn wir das kombinieren. Vielleicht kann ich mein eigenes blaues Bartmittelchen herstellen. Ich muss nur die Beeren irgendwie ausquetschen. Haben wir eine Quetsche? Wir haben ja diesen Deckel. Können wir die da reinmachen? Jetzt muss ich die Beeren nur noch ausquetschen. Okay, wir haben den Deckel mit Beeren. Jetzt einfach mit dem Schlegel da ein bisschen drauf rumdrücken. Ja, wunderbar, klappt das. Wo fülle ich das jetzt rein? Ja, hier ins Gefäß. Wir wissen schon, was wir tun, Geron. Gutes Gareta Bartblau. So, na dann. Das hätten wir auch machen können, ohne seinen Vorrat zu zerstören. Na, wahrscheinlich hätte er dann gesagt, nee, er hat noch welches. Aber schön. Kannst du dieses garetische Barthaarmittel gebrauchen? Für ein paar Informationen gehört es dir. Zeig mal her. Garetisch? Bis ich wieder an Ordentliches komme, muss das wohl reichen. Also, was willst du nun wissen? Ja, ich will wissen, wo der Feenforscher ist.
Wohin genau ist der Forscher gegangen? Er brabbelte was von einer Höhle, nördlich einer großen Ork-Statue, bei einem roten See. Er konnte es gar nicht erwarten, dahin zu kommen. Sein Kobold hatte mir den ganzen Laden durcheinander gebracht. Sein Kobold? Okay, das Taschgebirge. Ja, na, da ist er ja wahrscheinlich. Das mit dem roten See und so, das passt ja zu den Informationen, die wir haben. Wann ist der Feenforscher hier durchgekommen? Vor etwa einem Monat muss das gewesen sein. Wollte den Winter in den Blutzinnen verbringen. Ich habe ihn für verrückt erklärt. Sein Kobold hatte nur dreckig gekichert. Okay, ja, dann was hatte der denn für einen Kobold? Was macht ein Kobold bei einem Feenforscher? Woher soll ich das wissen? Es war ein ganz unseliger, bösartiger, hemmungsloser, kleiner Kobold. Hässlich und gehässig. Mein Laden stinkt immer noch nach seinem vorlauten Mundwerk. Ich hoffe jetzt natürlich, der Feenforscher ist wirklich ein Feenforscher und schleppt nicht irgendwie diesen Kobold mit rum im Glauben, das wäre eine Fee oder sowas. So, Wegbeschreibung. Ja, sehr gerne. Wie kommen wir zu dieser Höhle? Erst nach Norden, durch den Schleiereulenwald. Oder besser an der Blutdornsenke vorbei. Ach was, ich zeig's dir auf der Karte. Dann vielen Dank, Herr Zwerg. Und dann können wir weiterreisen, oder? Wir haben alles, Nuri. Auf geht's. Sagen ihr kurz Bescheid? Nuri. Nuri? Hör mal. Ah, okay, wir sagen dir nicht Lass Bescheid. Lass uns später weiterreden. Wir gehen einfach los. Komm mit. Ab in die Ferne. Komm, Nuri. Wir gehen weiter. Komm weiter, Rabe. Die Blutzinnen. Das unwegsamste aller Gebirge. Was bei allen 12 Göttern hatte den Feenforscher ausgerechnet hierhin verschlagen? Keine Gefahr gab es, die hier nicht lauerte. Was für ein Land hat er Nuri geführt? Graveshs Klauen nannten die Orks das Gebirge. Und von allen Schwarzpelzen waren hier die schrecklichsten zu Hause. Ihre Gefangenen verschleppen sie in die Höhlen von Orakar und hetzen sie dort zu Tode. So erzählte man sich von den blutrünstigen Zolochai. Und der Weg führte geradewegs durch ihr Lager. Psst, Nuri! Komm hier in den Schatten. Hier sehen sie uns nicht. Das ist ein ganzes Orklager. Wenn sie uns finden, sind wir tot. Rabe! Los, berichte. Und krähe etwas leiser. Der Rote See ist hinter dem Bergkamm. Aber die Orks sitzen überall. Sie sind hier, um ein Ritual auszuführen. Es dauert Tage, bis sie es beenden und verschwinden. Also kein roter See? Unsinn. Wir sind nicht tagelang durch die Blutzinnen geklettert, um jetzt umzukehren. Du willst die Fee retten und riskierst ihren Tod. Ich dachte, Nuri könnte dir vertrauen. Aber du handelst genau wie Gwindling es wollte. Ich... Hab keine Angst, Rabe. Geron weiß schon, was er tut. Stimmt's nicht, Geron? Natürlich. Ich bringe dich heil zum Feenforscher. Das kann alles nicht wahr sein. Die Orks werden uns zerfleischen. Du solltest dich besser beeilen.
Okay. Ja, das machen wir natürlich. Vielleicht sind die Orks ja gar nicht so schlimm. Das könnte ja auch sein. Ein gespaltener Schädel. Na, wundervoll. Ja, ach, das ist nur gruselige Deko. Gerümpel? Ich wollte ganz sicher nie im Gerümpel stinkender Orks wühlen. Und wenn sie vielleicht hat es nicht mal was gebracht. Also, nur mal so als Tipp, wenn du nicht willst, dass Leute dich zerfleischen, ist beleidigen irgendwie doof. Aber guck mal, hier ist schon ein bisschen Blutsee quasi, roter Felsen. Der Felsen färbt ab. Wir könnten also irgendwas rot färben. Den Schädel? Dann haben wir einen noch cooleren Dekoschädel. Das ist keine Hilfe. Ja, okay, na gut. Können wir mit dem Pferd reden? Ork-Pony. Das Pony zittert unter seiner verfilzten Mähne. Es zittert? Oh, oh. Das Pony zittert. Ja, das weiß ich. Es sieht ganz verwahrlost aus. Okay. Ah, Futterbeutel. Ich befreie dich mal davon. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Oh, es sieht aber tatsächlich gar nicht gut aus, das Pony, ne? So, Holzbrett. Ah ja, das nehmen wir gerne mit. So, Gerümpel, Muri. Und hier oben sind halt die Orks, ne? Das ist doch alles Wahnsinn. Wie sollen wir jemals durch dieses Lager kommen? Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das schon. Wir müssen auf jeden Schritt achten. Oder wir sind die Nächsten, die dort brutzeln. Okay, solange die Orks da hocken, bleibe ich besser hier unten. Ich will lieber gar nicht wissen, was da brutzelt. Ja, bestimmt nichts Schlimmes. Bestimmt ist das nur, Tofu. So, okay. Solange die Orks da hocken, bleibe ich... Okay. Schilde, rüsten die sich für einen Feldzug? Okay. Vielleicht. Die machen ja irgendein Ritual, ne? Vielleicht ist das so eine Art, Schlacht soll gut laufen, Ritual oder so. Oh, und wir können hier lang. Tschüss. Ja, okay, wir können da wirklich lang. Na dann, tschüss. Was kommt hier? Oh, noch mehr Orks. Speer, so wie es aussieht. Ugranomoch, Tairach Takai. Ugranomoch, Zaragwasch. Kutzmach Turk, Makrach. Ochmoch Knach, Takai, Karka. Takai, Karka. Takai, Karka. Takai, Karka. Oh! Asek Aslasa! Uchnoch Knachka! Eike, Margokas. Ihr Hark, Takai, Takai, Karka. Takai, Takai, Karka. Takai, Takai, Karka. Ach, Hobrak. Okay, das ist definitiv ein Ritual, was die hier machen. Ork-Schamane, rauchende Schalen. Da können wir drin riechen. Stinkt nach grässlichen Kräutern. Okay. Was ist hier? Orksches Kriegshorn. Der Trommler ist zwar beschäftigt, aber es ist sicherer, wenn er nicht da ist. Okay, das machen wir also nicht. Oh, und der Wachhund, mit dem machen wir erst recht nichts. Ich frage mich übrigens, ob diese Sprache irgendwas bedeutet. Ich könnte mir das vorstellen. DSA ist ja ein ziemlich ausgearbeitetes Universum, dass die Ork-Sprache wirklich eine Sprache ist. Das wäre natürlich cool, wenn wir wüssten, was die hier sagen. Ach, schaut mal, hier ist ein Gesicht. Der Ork-Gott. Okay, das erklärt natürlich einiges. Hoffentlich wird er niemals Fleisch und Blut. Was für ein Ungeheuer. Okay, du hast auch ganz schön viele Vorurteile, ne? Vielleicht sind die wirklich gar nicht so schlimm. Ich red mal mit dem Wachhund. Wecke niemals einen schlafenden Hund. Okay, erst recht nicht so einen. Auch natürlich nicht dumm, ne? Abgrund? Da kletter ich nicht runter. Der viele Rauch spricht für nichts Gutes. Und der Schamane. Er tanzt zum Rhythmus der Trommel. Vielleicht nimmt er so mit seinem Gott Kontakt auf. Lässt er dieses Monstrum über das Schicksal seines Stammes entscheiden? Kein Wunder, dass die Orks dauernd Krieg führen. Okay, hier können wir also im Moment scheinbar nicht viel... Ach, schaut mal, Pfeifenkraut. Ah, das brauchen wir bestimmt. Okay, und wir können tatsächlich auch hier vorne noch weiter. Alles klar, aber ich würde sagen, den Rest... Ui, jetzt sind wir beim... Aber dann sehen die uns doch direkt.
wenn wir jetzt beim Orkkopf sind. Na gut, aber das schauen wir uns dann an in der nächsten Folge von Das schwarze Auge, Satinavs Ketten. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr denkt, die Orks sind in Wahrheit bestimmt total lieb. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!